Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es heute um die Banknoten der deutsch-ostafrikanischen Kolonie. Ja, deutsche Kolonialbanknoten. Ich habe leider keine hochpreisigen, sondern nur die 1-Rupien-Scheine, aber dafür in verschiedenen Varianten. Und ich möchte heute euch mit euch gemeinsam die Banknoten gerne mal anschauen. Fangen wir erstmal an. Was ist Deutsch-Ostafrika? Heute ist Deutsch-Ostafrika, die ehemalige Kolonie, in weiten Teilen von Tansania gewesen, sowie auch ein Teil von Burundi und Ruanda, auch nur ein kleiner Teil. Später dann, nach 1917, wurde dieses Gebiet britische Kolonie, da Deutschland damals keine Kolonien mehr nach dem Ersten Weltkrieg haben durfte. Nun fangen wir an mit der ersten 1-Rupien-Banknote. Wir haben hier eine 1-Rupien-Banknote von 1915. Wir haben hier den Unterzeichner Frühling. Den kann ich leider nicht bestimmen, wer das war. Ich weiß nur, dass Frühling diese Unterschrift hatte. Ja, auf jeden Fall, das ist ein 1-Rupien-Schein. Wir haben hier einmal den Wert, den sogenannten 1 Rupie. Dann steht natürlich auch hier, welche Städte, Dar es Salaam und Tabora. Und ja, hier nochmal die Deutsch-Ostafrikanische Bank, hier das Jahr. Auf der Rückseite haben wir dann den Gegenwert dieser Banknote ist der kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Ostafrika voll hinterlegt. Dann hier einmal in der Landessprache und hier nochmal der Text, der berühmte: Wer Banknoten verfälscht oder verfälscht in Umlauf bringt, wird. Ja, den Text kennt ihr natürlich schon, richtige Banknotensammler. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne durchlesen. Wir gucken jetzt uns mal das Wasserzeichen an. Nicht jede Banknote hat Wasserzeichen, manche haben welche. Gucken wir mal, ich hoffe, man kann es erkennen. So ein bisschen das Wasserzeichen. Seht ihr das? So. Und das hat auch was sehr Schönes. Auf der Rückseite haben wir hier übrigens die Seriennummer. Wir haben hier die U-Variante. Gibt es ja nach diesem Buchstaben auf der Rückseite verschiedene Varianten. Der nächste Schein ist ebenfalls von 1915. Auch hier wieder dieselben Unterschriften. Auf der Rückseite haben wir ebenfalls wieder die. Ist das derselbe Schein? Haben wir auch wieder das U. Und hier müsste, glaube ich, ein anderes Wasserzeichen da sein. War das jetzt ein? Genau. Man sieht hier sehr gut das andere Wasserzeichen. Ja. Der nächste Schein ist von 1916. Übrigens, die anderen nicht 100, die sind auf dunklerem Papier geprägt. Wir haben jetzt hier einen 1-Rupien-Schein von 1916, hier auch wieder mit Frühling und hier derselbe Unterschreiber wie auf der anderen Banknote. Lediglich das Jahr ist anders und hier ist ein Überdruck, der sogenannte Streifenüberdruck. Erinnert einen stark an die ostkaribischen Staaten mit der Ländermarkierung, hat aber damit nichts zu tun. Ja, das ist jetzt hier nur sozusagen, ja. Wertigkeit, was genau es ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Dazu habe ich jetzt keinen Text gefunden. Ihr könnt mich gerne mal darüber belehren, was das ist. Würde ich mich sehr freuen. Ja, 1 Rupie. Und auf der Rückseite haben wir jetzt die Variante G. Und hier haben wir nochmal den Überdruck der Variante der Gültigkeit, nämlich 1 Rupie. Auch eine Besonderheit der Scheine. Jede Banknote wurde mit Hand von den Gouverneuren unterschrieben. Das finde ich jetzt auch sehr besonders, weil die mussten jede einzelne Banknote unterzeichnen. Höchstpersönlich. Ist schon cool, ne? Ja, wir haben hier jetzt die G-Variante. Der nächste Schein hat nicht diese Streifen, sondern einen Streifen oben am Reichsadler. Auch hier haben wir Frühling. Ja, übrigens. Nee, ist eine andere Unterschrift als bei den anderen. Ja, sorry Leute, ist doch eine andere Unterschrift. Ach, hier wird nochmal gucken wegen Wasserzeichen.
Diese Banknote hat hier unten das Wasserzeichen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ja, so. Der nächste Schein ist auch wieder eine 1-Rupien-Note, glaube mit einem anderen Wasserzeichen. Da hatten wir jetzt das G. Und hier haben wir diesmal dieses Zeichen. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen sein soll. Ist das ein R oder ein Druckfehler? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein anderes Zeichen als bei dieser Banknote. Wo ist ein bisschen aus wie ein G? Naja, sag mir gerne Bescheid, was das ist. Auf jeden Fall ist das eine andere Variante. Und hier haben wir auch wieder diesen Überdruck mit einer Rupie übrigens gedruckt. Bei der deutsch-afrikanischen Zeitung in Dar es Salaam. Also, ja, auf der Vorderseite haben wir wieder, ja, wie gesagt, hier den Streifen. So, da gucken wir uns auch mal hier natürlich das Wasserzeichen an, falls vorhanden. Vielleicht ist ja auch meins. Genau, jetzt haben wir hier natürlich die Variante mal ohne Wasserzeichen. Trotzdem eine echte Banknote. Also, wie gesagt, falls ihr deutsch-afrikanische Banknoten habt, nicht wundern, wenn da kein Wasserzeichen da ist. Die Banknote kann trotzdem echt sein, weil nicht jede Banknote hat halt ein Wasserzeichen. Das kommt halt immer drauf an. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und natürlich ein Abo. Und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV.